Hallo YouTube, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein extrem wichtiges Thema für dich. Und zwar möchte ich dir eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Neupatienten bei mir, er war ungefähr 20 Jahre alt und er war schon länger nicht beim Zahnarzt und ich sollte einfach mal durchschauen. Er wollte mal wie so eine Bestandsaufnahme. Und dann musst du dir einfach vorstellen, mir ist selber schon aufgefallen, dass an seinen Zähnen hier, gerade an den oberen Frontzähnen, die ja eine Visitenkarte sind, da hat er so braune Flecke entdeckt. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist mir heute Morgen so eingefallen, das ist echt, ja, das ist die moderne Nuckelflasche für den Erwachsenen, oder? Guck. Was soll ich dir sagen? Das war Karies. Jetzt hat er gefragt, wieso? Ich esse doch gar nicht so viel Süßigkeit. Und genau das ist das spannende Thema. Wo ist dieser versteckte Zucker bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei uns allen? Wir alle müssen uns einfach fragen, wo sind die Fallen, die uns täglich gestellt werden? Das möchte ich dir erklären. Und zwar das, was extrem unterschätzt wird, das sind die Getränke, die wir ganz täglich zu uns nehmen. Und vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie, es ist Sommer und du gehst abends weg und dann möchte man sich irgendwie was gönnen, dann gibt es ganz viele Erfrischungsgetränke. Mittlerweile gibt es auch ganz viel Wasser mit Aroma und du denkst, du tust dir was Gutes. Kennst du das? Stimmt, oder? Das wird dir ja auch von der Werbung suggeriert. Oder es ist Sommer, du hast Sport gemacht und sagst, boah, ich brauche jetzt echt ein Erfrischungsgetränk. Und viele von euch greifen zum Eistee. Das Problem ist jetzt aber folgendes. Ich habe dir mal was mitgebracht. Die Getränkeindustrie ist ja sehr clever und hat sich jetzt überlegt, dass sie so 3/4 Liter Flaschen produziert. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist mir heute Morgen so eingefallen, das ist echt, ja, das ist die moderne Nuckelflasche für den Erwachsenen, oder? Guck. Ist so. Dasselbe Problem haben nämlich die kleinen Kinder mit der Nuckelflasche auch. Da nennen wir das Kind beim Namen. Das kommt von den gesüßten Tees. Und wenn das Baby ruhig gestellt wird, ja, weil die Eltern irgendwie möchten, dass das Kind beschäftigt wird, dann gibt es die Nuckelflasche und ein Süßgetränk. Ganz oft ist das so. Und dieses hier ist nichts anderes. Man muss sich einfach vorstellen, egal ob es Sportgetränke sind, ob es Eistees sind, ob es Wasser mit Aroma ist, da ist so viel Zucker dran. Ich bin für dich einfach nochmal so ein bisschen im Internet auf die Suche gegangen und ich habe mich echt erschrocken. Also ich bin kein Wissenschaftler, sondern ich erzähle aus der Praxis für die Praxis. Und es ist einfach so, dass auch in diesem Wasser mit Geschmack genauso viel Zucker, Würfelzucker ist, wie in Coca-Cola. Ja, bei Cola und Fanta, da sagt der Kopf noch, okay, das ist eine Limo, die sollte ich jetzt nicht so oft trinken. Aber Wasser mit Geschmack, da denken viele von euch, wieso, da ist doch kein Zucker drin. Ist es aber. Und das Gefährliche daran ist, hier sind auch noch zusätzlich Zitronensäure drin. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Ich übertreibe jetzt mal. Ja? Also du hast jetzt so ein Getränk, gehst damit durch die Stadt, hast das in der Hand, das ist mega cool. Und du nuckelst das im Endeffekt über einen Zeitraum von einer Stunde ungefähr. Ja? Jetzt musst du dir vorstellen, durch diesen modernen Nuckel für Erwachsene hast du dieses Zuckerwasser permanent quasi auf deinen Frontzähnen kleben. Und vorher hat die Zitronensäure, das ist so ähnlich wie die Phosphorsäure bei Coca-Cola. Ich weiß zwar nicht, warum manche Menschen das toll finden, Phosphorsäure im Mund zu haben, aber diese Säure, die löst quasi den Zahnschmelz, den äußersten Mantel von deinem Zahn an. So, und dann klebt dieses Zuckerwasser über einen ganz langen Zeitraum auf deinen Zähnen und schwuppdiwupp haben wir, was wir im Fachjargon Glattflächenkaries nennen, haben wir das auf den Zähnen. Und ganz ehrlich, ich meine, wo ist die einfachste Stelle bei dir und bei mir beim Zähneputzen? Das sind die Frontzähne. Das heißt, da geht schon einiges ab, wenn auf diesen Glattflächen, die echt easy sind zum Pflegen und zum Putzen, wenn da Karies entsteht, oder? Also, ich denke mal, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und wenn du mehr von diesen Videos haben möchtest, und du einfach profitierst von diesen Aufklärungsvideos, dann freue ich mich natürlich, du hinterlässt mir einfach mal so ein Like
Weil ich, oder auch ein Kommentar, ich habe schon von vielen gehört, die echt auf Entzug gegangen sind. Das haben die mir geschrieben und gesagt, ich trinke sowas nicht mehr, mir geht es auch insgesamt einfach besser. Und wenn du noch mehr Wert von meinen Videos hast, dann freue ich mich natürlich auch über ein Abo von dir, damit ich einfach mit meinem Kanal noch mehr wachsen kann. Und gerade was die Getränke angeht, das ist mir echt eine Herzensangelegenheit, da in die Aufklärung zu gehen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist auf so einer Party, was lauern da für Gefahren letztendlich? Ich möchte jetzt nicht als Spielverderber gelten und du sollst auch deine Getränke oder mal einen Cocktail sowas trinken. Es geht mir nur darum, dass du überhaupt dir bewusst machst, wie viel Zucker da drin ist. Und das, was bei den Jugendlichen ja extrem gehypt ist und das, was mich gestern bei der Internetrecherche echt geschockt hat, ist, dass 2/3 der Jugendlichen Energy Drinks trinkt und zwar pro Tag sogar 2 bis 3 Dosen. Das fand ich schon echt heftig, weil du musst dir einfach vorstellen, in so einer Dose, da ist ja jetzt nicht viel drin, da sind glaube ich auch gefühlt 30 bis 40 Zuckerstücken drin und dann noch kombiniert mit Koffein ist das ja ein extremer Push, der bei den Jugendlichen gehypt wird, aber es ist halt auch echt eine Zuckerbombe. Wenn du das genießt, gebe ich dir als Tipp zum Beispiel, dass du auf einer Party dann einfach zwischendurch auch mal einen Kaugummi kaust, ja? Dass dein Säuregleichgewicht im Mund einfach mal zwischendurch wieder ein bisschen runterkommt, weil sonst sind deine Zähne einfach permanent über den ganzen Abend zu einer richtigen Zuckerdusche ausgesetzt. Ich denke mal, das soll es gewesen sein, einfach dir mal so einen Kick zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir alle können uns nicht auf guten Zähnen ausruhen. Mittlerweile ist die Industrie und Getränkeindustrie so viele Geheimwaffen letztendlich, um dich in ihren Bann zu ziehen. Aber gesundheitlich ist das ganz oft eine Katastrophe und auch für deine Zähne. Das soll es gewesen sein. Denk einfach darüber nach, mach das Ganze nicht jeden Tag, nimm einfach dieses Süßgetränk als ein Highlight, aber nicht mehrmals über den Tag, über 48 Stunden, sage ich mal. Und ich denke mal, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Video, bleib bitte gesund, ciao.